so an mir aussieht. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr das gerne in der Suchleiste überspringen. Ich werde das markieren. Wenn ihr das im Hintergrund hört, entschuldigt. Irgendwer mit den Autos da. Egal. Auf jeden Fall, ihr kriegt noch einen 20% Rabatt auf eure Bestellung bei Shigel, wenn ihr möchtet, mit Elena SMA20. Und das gibt es jetzt noch diesen Monat. Und nächsten Monat werden sie Pause machen. Also, falls ihr irgendwas möchtet, dringend, dann wartet nicht. Der Code ist 5 Tage lang gültig ab dem Zeitpunkt des Uploads des Videos. Okay, und er ist nicht gültig auf Beauty und Sale. Okay, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Also fangen wir an mit dem Haul. Als allererstes eine Jeansjacke. Wo ist hier der? So. Ich blende sie irgendwo ein. Es ist eine kurze Jeansjacke in Schwarz. Der Stoff ist
Süßen, das ist so ein Oberteil. Also, das kann man auf zwei verschiedene Arten tragen. Und zwar kann der Ausschnitt halt, scheiße, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das kann entweder so sein oder so. Schulterfrei. Und hinten ist eine ganz coole Schleife. Ich blende das jetzt mal ein. Ah, das ist wieder mal so ein typischer Elena Try On Haul. Ohne Plan, Sinn und Verstand. Auf jeden Fall, hinten sieht das cool aus. Da ist so ein, da kann man so ein Schleifchen machen, auf jeden Fall. Ist das voll süß, voll mädchenhaft und so. Also, ja, mir gefällt's. Süß. Es ist süß. Und die Farbe. Ach so, warte, welche Größe? Größe XS. Und Farben gab es da auch. Blau, glaube ich, noch. Und noch irgendwas weiß. Weiß war, glaube ich, vergriffen, aber man weiß bei denen nie so richtig. Am nächsten Tag kann es wieder vorrätig sein. So viel dazu. Ich finde es voll süß. Das nächste, wenn ich es euch zeige, bitte nicht lachen. Ich habe voll gelacht, als ich es das erste Mal rausgeholt habe. Weil, ihr werdet es gleich sehen. Thank you.
damit einen Vlog gemacht, einen Wandervlog. Das ist ultra bequem, sehr klein. Und ich habe sie halt so die ganze Zeit dabei gehabt und dann, ich hatte halt noch keine Erfahrung damit und dann habe ich wild damit rumgefuchtelt und so bla bla hier und da. Und die Sequenzen sind auch kurz. Ich hätte länger draufhalten sollen bei bestimmten Passagen. Aber so ist es halt nicht optimal. Es wackelt halt voll oft. Ich hatte auch kein Tripod. Vielleicht wäre es mit Tripod halt besser. Aber auf jeden Fall macht es voll Spaß und ist richtig interessant, so wenn man unterwegs ist. Ich werde es auf jeden Fall noch benutzen. Und ich brauche noch so einen Schutz dazu, für die Linse, weil die ist konvex, heißt es, ne? Die ist konvex. Wenn sie hinfällt auf den Boden, dann ist es nicht gut, weil wenn es flach wäre, dann wären die Schäden vielleicht nicht so. Ja, also die kann schneller kaputt gehen. Meine Erklärungen wieder mal. Okay. Und auf jeden Fall, nächstes Mal gebe ich mir mehr Mühe. Ach so, ich habe sie auch aus Versehen eine halbe Stunde lang in der Tasche angemacht, weil ich habe diesen. Ich habe so eine Dings. Elena. Ich habe es so eingestellt, dass es, wenn man nur auf diesen Knopf drückt, dass es gleich anfängt zu recorden. Normalerweise macht man es zuerst dann und dann erst den Knopf. Aber ich brauche es natürlich ganz schnell, weil ich habe ja so Action-Vlogs, ne? Und ich habe das halt aus Versehen in der Tasche gedrückt und es hat eine halbe Stunde lang meine Tasche aufgenommen. Also in meiner Jacke. Und deswegen ist mein Akku sehr schnell leer gewesen. Und die letzten Sequenzen habe ich euch nicht zeigen können. Da waren noch Kühe und so. Das war richtig putzig. Aber mein Akku war leider schon leer. Also deswegen, I'm very sorry. Das Ding ist halt auch nicht so optimal. Ja. Beim nächsten Mal wird es besser. Ich habe auch lange überlegt, ob ich den Vlog posten soll, weil der, wie gesagt, nicht so wirklich toll ist. Wegen der Bildqualität. Aber ja, ich mache es jetzt einfach mal. Sorry, falls der scheiße ist. Okay, genug gelabert. Schickel, ihr wisst Bescheid. Und jetzt viel Spaß bei dem schönen Vlog. Okay, Leute, los geht's. Also, das wird eine ziemlich wackelige Angelegenheit, weil ich habe halt das erste Mal mit meiner neuen Actioncam gefilmt und ja, ich bin noch nicht an sie gewöhnt und weiß gar nicht, wie ich sie am besten halten soll und so. Das war alles ein Test und ich hatte auch kein Tripod dabei oder so, habe sie einfach in der Hand gehalten, deswegen, ja, sieht man das auch. Okay, wir gehen langsam hoch, das ist im schönen Reichental aufgenommen und das ist so ein sehr kleines Dörfchen oder ja, eine Ortschaft halt. Und hier erkläre ich meinem Bruder, das ist mein Bruder, wie toll der Weitwinkel von der Kamera ist, dass man da alles sehen kann und so. Nur wenn man das mit der ausgestreckten Hand filmt. Okay, und ja, also dieses Dorf ist echt voll süß und also das ist ein richtig schöner Ort, wo gute Energie halt ist. Da kann man sich schön die Hände waschen. Das ist so ein kleiner Brunnen da. Okay, und wir gehen weiter. Also, unsere Wanderungen, die sind nie im Flachland, sondern wir gehen immer irgendeinen Berg hoch. Also, das sind immer andere Strecken. Und hier zum Beispiel, also in dieser Gegend gibt es sehr, sehr viele gute Wanderwege. Und wir gehen dann auch immer durch den Wald. Hier sieht man die Ortschaft dann von weiter weg. Wir sind schon ein bisschen weiter gelaufen. Und das ist übrigens auch der Weg zu unserem Grillplatz, wo wir ab und zu grillen. Und ihr kennt das vielleicht von meinem Instagram, wo ich Fotos davon gepostet habe, wie wir dort grillen. Und da unten, das
sind so kleine Häuschen und da sind auch Schafe meistens. Sieht man aber jetzt leider nicht. Hier wollte ich meine Füße mal filmen, wie das so aussieht mit der Action Cam. Ich muss ja alles ausprobieren, ne? Man weiß ja nicht, wie das alles aussieht. Okay, also wir kommen dem Grillplatz schon immer näher und wir wurden auch voll gestochen auf diesem Weg von diesen, das sind keine Mücken, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, das sind voll die Riesenbrummer. Ja, ich habe mich auch schon ausgezogen, weil es ultra heiß und schwül war und dann schwitzt man volle Kanne, wenn man den Berg hochläuft. Auf jeden Fall, ja, auf der rechten Seite ist dann so ein Wald und auf der linken Seite ist dann der Abhang. Natürlich, so ist es halt, wenn man den Berg hochgeht. Okay, und wir sind am Grillplatz angekommen. Rechts ist er hier. Und ja, wir sind aber natürlich nicht dahin gelaufen, weil wir auf dem Wanderweg waren. Da ist so eine kleine Treppe, da kann man dann hochlaufen. Diesen Wasserlauf wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der macht super schöne ASMR-Geräusche. Was ich sagen wollte, diese Dinger, die stechen, die heißen Pauti auf Russisch. Auf Deutsch habe ich keine Ahnung. In Russland waren sie auch noch eine Nummer größer als hier. Auf jeden Fall hat es dann, okay, nee, jetzt noch nicht, aber bald. Wir reden halt auch immer irgendeinen Quatsch, das ist voll lustig dann, wenn man den Ton noch nicht rausgeschnitten hat. Jetzt hat es angefangen zu regnen, ich habe meine Jacke ausgepackt, die eigentlich keine Regenjacke ist, aber egal. Also es hat nicht schlimm geregnet. Man schwitzt halt unten drunter voll arg unter dieser Jacke. Ja, das ist meine super tolle Wasserflasche, die ist ultra bequem, da waren Radfahrer. Es ist selten jemand zu sehen, ehrlich gesagt, also ja, ich nehme immer diese 1 Liter Wasserflasche mit, die reicht mir eigentlich. Und ich nehme noch so einen Kaffeebecher mit Kaffee. Und ich laufe dann immer wie in der Stadt mit dem Kaffee-to-go-Becher und trinke dabei, also ja, lustig. Das war ein Traktor, eine Sehenswürdigkeit. Und auf dieser Strecke waren wir jetzt zum zweiten Mal zusammen unterwegs und ich habe sie dann endlich erkannt, diesen Ort hier. Das ist so eine Hütte, also ich weiß nicht, ob da jemand dauerhaft lebt, aber da treffen sich irgendwie Jäger und die steht halt mitten im Wald und da ist gar nichts, also keine Häuser oder sowas dazwischen. Diese Straße mussten wir überqueren. Da links aus dem Wald sind wir gekommen, sind da drüber gelaufen und dahin müssen wir jetzt auch wieder laufen, wo der rote Wagen steht. Und das ist nun der Höhepunkt, also der Aussichtspunkt. Da sind wir dann angekommen. Das sind so lauter Steine gewesen, auf die man draufklettern kann, wenn man blöd genug ist. So wie wir. Und dieses Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, das ist auch von diesem Felsen gewesen. Und ich habe dort nicht gefilmt, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach noch keine Erfahrung damit und so. Wir hätten dann natürlich, also als ich da gestanden habe, hätte ich dann noch die Aussicht filmen sollen. Ich, kluger Kopf, aber habe ich nicht. Okay, das ist auch sehr nice. Wir sind durchs Gras gelaufen, ein schönes Häuschen. Das ist voll die, ich weiß nicht, voll die schnuckelige Gegend hier. Das ist dann auch mitten im Nirgendwo, irgendwo. Und ja, da geht's wieder auch wieder in den Wald. Und hier sind wir schon am Ende angekommen. Wir haben 450 Höhenmeter geschafft und so um die 11 Kilometer. Und das war's schon, weil mein Akku ist leider abgekackt, weil ich aus Versehen in meiner Tasche eine halbe Stunde lang gefilmt habe. So, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und an dieser Stelle wie immer ein riesengroßes Dankeschön